Warum ist Advertising besser als SEO? Das erfährst du in diesem Video. Willkommen auf dem YouTube-Channel der A&M. Ich habe heute meinen Kollegen Nico Becker mitgebracht. Wir wollen dir heute erklären, warum am Anfang vielleicht Advertising besser als SEO-Marketing ist. Ja, ich würde sagen, wir starten mal direkt rein. Vielleicht erstmal zur Begriffserklärung. Was heißt SEO-Marketing? Hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Also ist eine Abkürzung für Englisch Search Engine Optimization, also Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, wenn du jetzt das Ziel hast, in SEO gut zu werden, dann nimmst du dir zum Beispiel Keywords raus, wie beispielsweise Terrassendach kaufen, Hannover. Und du versuchst halt, deine Seite so gut es geht dort zu ranken. Das heißt, wenn jemand Terrassendach kaufen, Hannover bei Google eingibt, soll deine Seite möglichst weit oben sein. Und um das zu schaffen, kann man eben seine Seite anpassen. Da gibt es einen Katalog von, ich glaube, 200, 250 Faktoren oder sowas, die man da beachten muss, die aber auch nicht alle öffentlich sind. Und dann kann man es eben schaffen, dort möglichst hoch zu ranken. So, klingt erstmal sehr verlockend, weil wenn man einmal auf der einen steht, ist man da auch schwer wegzubekommen und man bekommt halt kostenlosen Traffic. Also alle Leute, die einen denn suchen, die werden natürlich auf deine Seite gelenkt. Jetzt vertreten wir die These, dass das nicht so, ich sag mal, verlockend ist, wie es am Anfang klingt, beziehungsweise dass man eher Geld in die Hand nehmen sollte, um halt bezahlte Werbung zu machen. Und da ist immer die Frage von unseren Kunden, hey, warum machen wir das so, warum versuchen wir nicht so ein bisschen Suchmaschinenoptimierung zu machen? Der erste Grund ist eigentlich schon relativ trivial, das Ganze dauert. So, es ist so, wenn deine Seite jetzt neu ist, beziehungsweise du noch nichts unternommen hast in der Suchmaschinenoptimierung, dann kannst du so viel machen, wie du möchtest. Du wirst es wahrscheinlich nicht in 2 Wochen schaffen für so ein Keyword, was ja auch für andere attraktiv ist, also Terrassendach kaufen, Hannover, wird andere Leute auch interessieren, wirst du es nicht schaffen, dort auf Nummer 1 zu ranken. Das Ganze braucht Zeit, du musst zum Beispiel mehrere Links haben, die auf deine Seite verweisen. Das darf nicht alles an einem Tag passieren. Und deswegen kann es halt schon mal wirklich, wenn du viel Arbeit reinsteckst, 2 bis 3 Monate dauern, bis du auf so ein transaktionelles Keyword wirklich gut rankst. Und das ist am Anfang erstmal viel Zeit, die du investieren musst. Das ist ja irgendwo auch dein Geld, was du denn investierst in Form von Arbeitszeit, ohne dass du halt ein garantiertes Ergebnis hast. Weil das heißt nicht, dass es am Ende des Tages funktioniert. Die zweite Sache, die dabei ganz wichtig ist, bei Google gibt es so ein Prinzip, das hast du vielleicht schon mal gehört, the winner takes it all. Ja, das heißt, der erste Platz, vielleicht auch der zweite oder dritte, kennst du von dir selber vom Nutzerverhalten, der wird den gesamten Traffic bekommen. Das heißt, wenn du jetzt viel Arbeit da reinsteckst und du landest auf Platz 5 oder 6, dann ist das schön, aber es bringt dir nichts. Ja, du musst dann wirklich so viel Arbeit reinstecken, dass du da irgendwie auf dem ersten oder zweiten Platz landest. Und das ist halt, wie gerade schon beschrieben, extrem viel Arbeit. Was du nicht vergessen darfst, wenn Nico meint eben, du bist ganz oben aufgelistet, bist du trotzdem nicht ganz oben. Weil der letztendlich bezahlt, also der das bei Google das Advertising nutzt, der wird über dir sein. Ja? Also du wirst nie ganz oben sein, egal was du machst, egal wie viel du da reinsteckst. Wichtiger Punkt auch ist, SEO ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Also ja. Viele denken, wenn ich jetzt regelmäßig was auf der Website hochlade und das tue, werde ich automatisch hochgehen. Es ist nicht so, das kann ich dir garantieren. Und Agenturen, die das professionell können, ja, die das wirklich gut können, sind sehr, sehr kostspielig. Ja, das können wir dir sagen, weil wir auch schon mit Agenturen zusammengearbeitet haben, die in diesem Bereich tätig sind. Da zahlst du eine hohe Gebühr und der Mehrumsatz, den du dadurch dir erhoffst, der ist einfach viel schleppender, als du denkst. Also gutes SEO dauert, also ich würde sogar übertreiben oder höher gehen, mindestens 6 bis 12 Monate, bis du irgendwas davon spürst. Ja? Also es ist jetzt nicht einfach so, dass du sagst, ja okay, ich beauftrage jetzt eine SEO-Agentur, die bekommt jeden Monat 1500 Euro, ja? Bis du dieses Geld wieder drin hast und überhaupt messbar wieder drin hast, ja? Ja. Wird es 2 bis 3 Jahre dauern. Hier muss man natürlich auch kurz ergänzen, SEO grundsätzlich ist nicht schlecht. Es ist nur, wir empfehlen es nicht am Anfang. Gehen wir mal von diesen 1500 Euro Budget aus, die du jetzt in SEO investierst. Wenn du die in Ads investierst, hast du höchstwahrscheinlich ab Tag 1 Erfolg oder du erreichst deine Zielgruppe direkt. Ja. Was auch dazu führt, dass du automatisch SEO machst. Ja. Ja, also was man immer wieder, Paradebeispiel, Kunde von uns hat vor einer Woche mir geschrieben, du, jetzt weiß ich endlich, was du meinst. Wir haben auf einmal 2000 Follower auf Instagram. Vor eurer Zusammenarbeit hatten wir gerade mal 200. Ja. Ist jetzt nicht Google gemeint, aber Instagram ist ja auch so ein bisschen aufpushen. Und du siehst, dass durch die Ads, die du aktiv betrieben hast, wo er schon Umsatz geschrieben hat, der positive Nebeneffekt war, dass er bei
Instagram auf einmal viel mehr Likes hatte oder Follower und auch auf Google höher aufgelistet ist. Ja. Nächster Punkt, der vielleicht noch wichtig ist, ist, du kannst halt Google nicht skalieren. Also du hast halt logischerweise keinen Einfluss darauf, wie viele Menschen suchen jetzt Terrassendach Hannover. Ja, Terrassendachkauf Hannover. Wie viele Leute suchen das? Wenn das 500 Leute suchen, dann wirst du nicht mehr als 500 Leute auf deine Seite bekommen. Zwangsläufig, es geht ja gar nicht. Und das ist halt auch so ein Punkt, wenn du da viel Arbeit reinsteckst und vielleicht auf Platz 1 gekommen bist, so, dann hast du deinen Traffic, den kriegst du jeden Monat, der hängt ein bisschen vom Markt aktuell ab, der jetzt Ende 2022 auch nicht unbedingt berauschend ist. Aber mehr hast du auch nicht. Du musst dir dann andere Keywords suchen und das macht es halt super, super umständlich. Und deswegen, auch gerade wenn du nicht so bekannt bist, also viele, viele Platz 1 Unternehmen bei Google, die haben ja schon ein gewisses Branding. So, wenn du nicht so bekannt bist, musst du halt am Anfang Geld ausgeben, um dieses Branding zu pushen. Es geht eigentlich gar nicht anders. Und ja, deswegen würden wir definitiv empfehlen, nimm am Anfang Werbebudget in die Hand, lass Kampagne bauen im besten Falle, mach SEO denn so ein bisschen nebenher. Aber schlag dir auf jeden Fall den Gedanken aus dem Kopf, dass das kostenloser Traffic ist, weil das ist er nicht. Also entweder bezahlst du eine Agentur oder du bezahlst mit sehr, sehr viel Arbeitszeit. Und es ist halt absolut nicht messbar, schon gar nicht im ersten halben Jahr. Und deswegen gib in der Zeit gerne Geld aus bei Facebook, bei Instagram, vielleicht auch auf Google. Wie gesagt, da kann man ja auch bezahlte Werbung machen, auch wenn das jetzt nicht unsere erste Empfehlung wäre. Und dann wirst du damit deutlich mehr Erfolg haben. Hast du noch was zu ergänzen? Nein, ich glaube, das Wichtigste ist gesagt. Wenn du aber mehr darüber hören möchtest, ja, ab wann SEO vielleicht auch für dich relevant ist, wann Advertising wichtig ist, dann besuch gerne unsere Webseite, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch und abonniere den Channel. Bis bald. Bis dahin, ciao.